Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, eure Jacqueline, mit einem neuen Video. Und heute möchte ich mit dir eine ganz wichtige Erkenntnis teilen, die ich in den letzten Tagen gehabt habe. Etwas, das mir eigentlich schon lange bewusst ist, aber gegen mein Wissen, gegen mein besseres Wissen, habe ich da total falsch gehandelt und mir das Leben unnötig schwer gemacht. Es geht dabei um Ängste und ich habe dieses Video unter den Titel gestellt, wenn Ängste einfach nicht gehen wollen. Du hast es ja vielleicht schon mitbekommen, ich möchte mich jetzt mehr nach außen zeigen, mehr sichtbar machen mit diesem Video und noch anderen Medien und Möglichkeiten. Und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, sind bei mir da alle möglichen Ängste hochgekommen. Die Angst, was die Leute denken können, ob sie mich vielleicht für blöd halten, was ich alles falsch machen könnte und was weiß ich, alle möglichen Ängste sind hochgekommen. Ich weiß schon gar nicht mehr genau welche. Ich habe halt immer hingeschaut, was sich zeigt und habe es dann mit meinen Fähigkeiten, meinen Möglichkeiten aufgelöst. Und hingeschaut und aufgelöst. Und wieder hingeschaut, was zeigt sich jetzt und aufgelöst. Und hingeschaut und aufgelöst, aufgelöst und hingeschaut. Und die Ängste sind immer weniger geworden. Und irgendwann konnte ich sie gar nicht mehr genau definieren, was denn da noch für Ängste sind. Es war einfach nur ein diffuses Gefühl, einfach nur immer dieses Gefühl von Angst, aber keine konkrete Angst mehr. Immer diese Enge und dieser Druck und ja, wie man sich halt fühlt, wenn man Angst hat. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, indem ich da immer und ständig hinschaue, gebe ich da immer und ständig Energie rein. Also durch das ständige Hinschauen und Energie reingeben, wird es immer wieder aufgerüttelt, immer wieder hochgepusht, kann man sagen. Und es ist auf jeden Fall die total falsche Richtung, wo ich in dem Fall hingeschaut habe. Weil ich hatte ja eigentlich die Ängste gelöst und jetzt war es wichtig, in die andere Richtung zu schauen. Nicht dahin oder nicht zu denken, was will ich nicht oder darauf zu schauen, was will ich nicht, sondern dahin zu schauen, mir zu überlegen, was will ich stattdessen? Was möchte ich eigentlich? Und für mich war es in diesem Fall, in meine Kraft zu gehen, in meine, wie ich es für mich definiere, Schöpferkraft, die eigentlich jedem zur Verfügung steht, die Kraft, aus der wir schöpfen, aus der wir erschaffen, aus der ich jetzt immer kraftvoll etwas Neues hervorbringen will, rausbringen will. Ich habe dann mich eben bewusst entschieden, nicht mehr nach den Ängsten zu schauen oder wenn ich in Versuchung komme, nach den Ängsten zu schauen, bewusst meinen Fokus zu ändern und meine Konzentration, mein Fühlen auf meine Schöpferkraft zu lenken. Also ich habe mir dann auch immer innerlich gesagt, Schöpferkraft, Schöpferkraft und mich darauf konzentriert und was soll ich sagen, es klingt vielleicht übertrieben, aber für mich war es wirklich von einer Minute auf die andere, hat sich mein Gefühl, mein inneres Bewusstsein, mein inneres Fühlen total verändert, total verbessert. Mit der Zeit dann immer mehr, indem ich das immer öfter gemacht habe und jetzt kann ich sagen, die Ängste sind weg. Gut, es kann sein, es ploppt mal wieder eine Angst auf, weil frei von Ängsten bin ich natürlich auch nicht. Immer wieder, wenn neue Situationen kommen, können wieder neue Ängste angetickert werden. Aber generell, die Ängste, die sich da ständig wieder wiederholt haben oder die ich gedacht habe, sie wiederholen sich ständig, die sind gelöst und sind jetzt auch gegangen, konnten jetzt endlich gehen, weil ich meinen Fokus nicht mehr drauf lege, sondern auf das, was ich eigentlich will.
Das war für mich natürlich eine nicht so schöne, aber trotzdem sehr, sehr wichtige Erfahrung, würde ich sagen, weil jetzt kann ich auch wieder sehr gut nachempfinden, wie es meinen Kunden geht oder vielleicht auch dir, wenn sie immer wieder über längere Zeit in einem Gefühl festhängen und eigentlich das Gefühl schon normal ist und sie gar nicht mehr wissen, wie sie rauskommen. Dass es dann nicht reicht, wenn ich diese Ängste heile, dass ich heile diese Glaubensmuster, die dahinter stecken, diese Erlebnisse von früher oder was vom Familiensystem noch alles reinspielt. Also diese ganzen Facetten, die ich da berücksichtige, dass es auch wichtig ist, dass sich dann der Kunde oder dass dann du dich auf das fokussierst, was du haben möchtest. Also das ist jetzt zum Beispiel nicht nur auf Ängste bezogen, das kann jetzt auch sein, wenn du in einem Schmerz festhängst, der über längere Zeit dauert und der eigentlich schon längst geheilt ist, dass du dich dann auf das fokussierst, auf das konzentrierst, was du gern haben möchtest. Also Lebensfreude, Glück, Leichtigkeit. Da ganz bewusst den Fokus hinzulenken. Denn alles, wo du den Fokus drauf lenkst, das verstärkt sich. Und worauf du den Fokus lenkst, das kannst du bewusst entscheiden. Ich weiß, das ist nicht einfach, oft nicht einfach, aber je mehr du das übst, umso leichter geht es. Zuerst ist auch mal wichtig, dass du dir bewusst machst, was möchtest du stattdessen haben und dann ganz bewusst deinen Fokus darauf lenkst. So, das war's schon für heute. Freut mich, dass du mir zugehört hast. Mich würde jetzt natürlich interessieren, ob dich meine Geschichte angesprochen hat, ob du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder was du für dich gesehen oder erkannt hast. Es würde mich freuen, wenn ich von dir hören würde, als Kommentar unter dem Video oder kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Mach's gut, tschüss.